Herzlich willkommen zu einem neuen Rolantica-Video. Hallo. Ja, hallo. Ja, wir sind jetzt ganz dreist und gehen in den EP rein, fahren mit dem EP-Express nach Spanien, steigen da aus, gehen durchs Hotel raus und nehmen den Shuttle, der nur für Hotelgäste ist, zum Rolantica. Gucken, ob das klappt. Sollte klappen. Und dann gibt es heute ein paar Impressionen aus Rolantica. Nichts aus der Halle, da haben wir schon einen Vlog auf dem Kanal. Hauptsächlich von außen und vor allen Dingen von den Neuheiten und von unserem Essen. Und jetzt geht's erstmal durch den vollen Eingang vom EP. Heute 38 Grad und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder. Kleister? Keine Ahnung. Was wolltest du noch sagen? Okay, komm. Come on, let's go. Let's go, girls. Voll. It is a little bit voll. Das ist richtig voll. Habt ihr mal auf den Wetterbericht geguckt, ey? Ja, okay, tschau, wir sind gestern noch später gekommen. Ja, unser Plan ist so halb aufgegangen. Bis EP-Express bis Spanien ging super. Dann ist uns aufgefallen, dass die Shuttles noch Maskenpflicht haben. Wir haben die Masken im Zimmer vergessen. Boah. Ja, deswegen gehen wir jetzt zu Fuß zu Rolantica. Einmal durchs Colosseo, sind wir jetzt schon fast durch, da ist schon das Bellrock. 23 Minuten Fußweg vom El Andalus zum Rolantica. Mareike freut sich. Ich liebe Laufen. So, Schuhe ins Schließfach und dann direkt eine Liege draußen, hoffentlich noch ans Valborg. So, Schuhe im Spind, 2, 3, 6, 5 und rein geht's. Hier muffelt's, oder? Ja, irgendwie schon. Aber es ist irgendwie ein schönes Gefühl, wieder in Rolantica zu sein, weil das Schwimmbad gefällt uns einfach absolut am besten. Noch besser als Volcano Bay in Orlando. Ja, das war mein ja. Ja. Und wir waren jetzt wirklich ruckzuck. Hast du eine Uhr noch rum? Wie spät haben wir? 9:49 Uhr. Und wir sind schon drin und wir sind keine Hotelgäste. Also die haben eine Viertelstunde eher aufgemacht, richtig cooler Service. Und wir laufen jetzt direkt nach draußen. So. Werden wahrscheinlich alle Sonnenschirme weg sein. Mareike möchte auf jeden Fall einen Sonnenschirm. Ich brauche einen. Ich weiß, dass bei Svalborg auf jeden Fall Sonnenschirme waren. Liegen sind auf jeden Fall noch genügend frei. Wir hatten auch den EP-Tobi gefragt, wenn man nachmittags kommt, ob da auch noch Liegen frei sind. Sagte er ja. Draußen gibt es so viele Plätze, sodass ihr immer eine Liege findet. Thank you.
Invincible. Mensch, jetzt habe ich doch schon wieder das Mittagessen verschlafen. Dabei habe ich mich doch so auf den leckeren Fischpudding gefreut. Also der neue Kinderbereich, der ist ja schon mal mega gemacht. Also der ist ja richtig, richtig toll für Kinder. Jetzt gucken wir uns nochmal das neue Karussell hier an. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Gut zufällig? Nein. Nein, dann gucken wir mal. Tonnenwirbel oder so? Nein, irgendwie so. Wir schauen mal. Coole Idee, ne? Es geht voll in die Arme. Mit Schwimmbrille wäre besser, ne? Oh, geil. Ich bin wieder das geht voll langsam. Ja. So was muss eigentlich in den
in Orlando stehen, ne? Ja. Hallo! Ist voll anstrengend, ne? Oh Gott! Ich kann schon nicht mehr gucken! Ich genieße jetzt einfach nur noch. Ich schieße nicht mehr. Oh Gott, was ist das? Oh Gott, und was sagst du? Wie sind das? Oh, das ist der beste Splash Battle ever. Aber anstrengend. Aber anstrengend. Und Fahrzeit 3 Minuten. Und man kriegt die Augen nicht auf. Und nee. Ich hab in beiden mega Ohren, gut. In mega beiden gut. Ohren habe ich Wasser. Ich höre nichts mehr. Oh, geil. Mega cool. Mareike hört nichts mehr. Nee, man hört nichts mehr. Ja, man verliert auch komplett die Orientierung. Man wird von allen Seiten beschossen. Also richtig cool. Ich finde, sowas gehört einfach in so einen Freizeitpark in Orlando, in so einen Wasserpark. Das fehlt eigentlich, ne? Sowas fehlt einfach in Orlando. Ja, das stimmt. Naja, wir zeigen euch jetzt noch ein bisschen was per Instagram. Ich kann ja auch mal hier mit dem Kanal einblenden, falls ihr den Kanal noch nicht kennt. Und dann chillen wir heute auch den ganzen Tag nur und holen gleich noch unseren Getränkebecher. Wir haben nämlich den Snorri Getränkebecher dazu gebucht. Für, wie teuer war der? 17. 17 Euro. Und haben 5 Liter heute frei trinken mit dem Snorri Becher. 1 Euro hat der Spind gekostet, Eintritt jeweils 42 Euro. Öffnungszeiten für uns, weil wir keine Hotelgäste sind vom EP, von 10 bis 22 Uhr. Sind aber tatsächlich 20 Minuten eher reingekommen. Ja, muss man schon sagen, richtig super vom Europa-Park mal wieder. Und ich finde, der Preis, die 42 Euro, total gerechtfertigt, weil man hier einfach super viel zu bieten, also geboten bekommt. Definitiv. Mehr als, naja, nicht mehr, aber ungefähr so niveaumäßig wie Busan Bay. Ich finde noch besser. Ja, und heute Nachmittag nehmen wir euch dann nochmal mit, wenn wir zum Food Market gehen hier. Gibt es ganz viele verschiedene Foodstände, wenn wir dann was essen. Und ansonsten machen wir heute ganz Chili-Milli, ne? Ja. So, ein bisschen ausgenutzt, ein bisschen gerutscht. Und jetzt suchen wir den Snorri-Becher, den wir drauf gebucht haben aus unserem Ruderband. Und füllen das dann mal direkt. 10 Füllungen haben wir, 5 Liter sind gratis. Und ich weiß aber nicht, wo es den gibt, deswegen gehe ich jetzt mal auf die Suche. Den Snorri-Becher online gekauft habt, bestellt habt. Zum Sonderpreis übrigens, der ist online ein bisschen günstiger. Könnt ihr den hier einfach am Counter abholen und müsst euch nicht extra an die Automaten anstellen. Wir haben den Becher jetzt. Unten ist ein Chip drin, 10 Füllungen pro Tag.
Fuse-Tea ist gut. Himbeer, Orange, Zitrone, Pfirsich. Nehmen wir Pfirsich. Gut. So, ihr habt gesehen, was ich eingefüllt habe. Mal gucken, ob Mareike es erschmeckt. Es ist Eistee, ich habe schon gerochen. Was für eine Sorte? Siro. Nein. Eistee Siro, nein. Was für eine Sorte Siro? Was für eine Sorte Null? Hibiskus? Nein. Zitrone? Nein. Pfirsich? Ja. Toll. Also nichts Besonderes. Ich habe gedacht, die erste Füllung machen wir mal chillig. Der eine Automat war leider defekt beim Burger-Restaurant, da muss ich rüber zum Pizza-Restaurant. Und ich habe Rollercoaster Redhead getroffen. Schöne Grüße in dem Sinne. Wir gehen sie gleich mal besuchen bei Story Snorkeling. So, weil wir jetzt schon 11:30 haben und ich davon ausgehe, dass die Buden alle schon aufhaben vom Foodmarkt. Sieht dementsprechend so aus, aber noch keiner essen möchte. Bei der Hitze sowieso nicht. Gucken wir mal, ob es irgendwas Neues gibt. Oh, ich sehe schon, ein Coca-Cola Freestyle-Automat steht hier auch. Dann haben wir es nicht weit zum Auffüllen. Und ja, essen werden wir heute sehr viel später. Weil wir heute gut gefrühstückt haben im Hotel am Park, sehr gut gefrühstückt haben. Das seht ihr aber in einem anderen Video. Ja, dann gucken wir doch mal hier. Getränke. Dann habt ihr hier die Freestyle-Automaten. Das gab es, glaube ich, auch schon beim letzten Mal, der Barbecue-Grill. Genau, mit der Wurst. Die Chili Cheese Fries habe ich vorgestern schon im EP gegessen, die werden es heute nicht. Mareike möchte gerne Steakbrötchen. Bin mir nicht sicher, ob du Steakbrötchen hier bekommst. Currywurst, Pommes, Pizza auf jeden Fall. Eigentlich gibt es auch einen Fischladen, aber den weiß ich gar nicht, wo der jetzt steht. Und ich glaube, der stand mal hier, ehrlich gesagt. Ich gucke aber gleich nochmal hinten. Hier gibt es Kaffee und ja, hier gibt es warme Getränke und Frappés. Die Happiness-Station hat noch zu, wird aber sicherlich später öffnen. Ich denke mal, so gegen Mittag, Nachmittag hat die Happiness-Station dann auch auf. So, hier ist jetzt ein Beachvolleyballplatz. Den kannte ich auch noch nicht. Hier gibt es noch einen Blick auf eine Baustelle. Wer weiß, was hier passiert. Man weiß nie, vielleicht expandiert Rulantica noch mehr. Strandkörbe gibt es auch. Gastronomisch hat sich ein bisschen was getan. Die Fischbude ist weg und der Truck ist weg mit Bratwurst, leider. Hier gibt es auch nur Getränke wieder. Schade. Also gastronomisch hat sich ein Rulantica... Ihr kriegt hier eigentlich nur noch Pizza, Burger oder Currywurst Pommes. Kein Fisch mehr, auch kein Steakbrötchen mehr. Schade! Da wird Mareike jetzt gleich enttäuscht sein. Die Hotdog gibt es vielleicht noch drinnen, aber Mareike wollte heute so gerne ein Matjesbrötchen essen. Eieiei. Was sagst du zum gastronomischen Angebot im Bad? Wo hältst du die Kamera hin? Hä, du bist komplett drauf. Jetzt bin ich komplett drauf. Ja, jetzt bist du in der Mitte, aber sonst wärst du auch drauf gewesen. Oh, ich bin abgerutscht.
Ich möchte hier nicht essen. Ich habe mich auf Fischbrötchen gefreut. Klar, die haben kein Personal, aber dafür könnt ihr eine Kaffeebude schließen, wo die jetzt zwei von haben. Ich esse dann wahrscheinlich Döner außerhalb des Parks. Ja, wir holen uns dann heute wohl einen Europa-Döner und setzen uns auf die Terrasse. Aber ich fand das gastronomische Angebot hier eh nicht so gut. Also für mich persönlich. Ich brauche immer was mir schmeckt. Ja, ich finde halt, der ganze Themenbereich ist nordisch angehaucht. Der Fisch, finde ich, gehört einfach dazu. Sollte man anbieten, finde ich. Personalprobleme hin oder her. So, wir haben einen Masterplan geschnürt. Weil das gastronomische Angebot uns wirklich nicht vom Hocker haut, essen wir jetzt nur einen kleinen Snack. Mareike eine Waffel, ich eine Currywurst, ohne Pommes. Und gehen heute Nachmittag zum Dönermann bei uns am Hotel am Park, holen uns einen Döner und essen den Döner bei uns auf der Terrasse. Und das heißt, wir verlassen Rolantica 16 Uhr heute, machen jetzt aber den Becher nochmal voll. So, Currywurst mit Brötchen und Mareikes Waffel. Es gibt keine Waffeln mehr in der Bude. Möchtest du irgendeine Currywurst auch, oder? Nee. Nein? Ich bin jetzt sehr enttäuscht, weil warum schafft man das ab? Das ist dieselbe Bude mit demselben Personal. Das hat nichts mit Personalmangel. Das stimmt. So, wir haben die Jenny getroffen, auch bekannt als Rollercoaster Redhead. Und die hat so ein Mega-Tattoo. Zeige ich euch jetzt. Das ist Jenny. Hi, erstmal. Und das ist das Tattoo von Flori und vom Europapark. Mega ja. Cool. Ich glaube, das hat nicht jeder, ne? Ja, nee, irgendwie nicht. Nee, das hat nicht jeder. Und Jenny arbeitet im Rolantica. Als Operator. So sieht's aus. Jetzt haben wir so kurz nach 16 Uhr und die Schlangen sind immer noch relativ lang. Also Rutschzeiten sind heute, Wartezeiten sind sehr, sehr lang. Ja, das war unser Tag im Rolantica. Halber Tag, kann man halber Tag sagen? Ja, ne? Ja, warm. Wir gehen jetzt was essen und es war voll, aber klar, ist klar. Wir hatten doofe Plätze eigentlich, weil wir einen Durchgangsplatz hatten, hätten wir ein bisschen besser überlegen müssen. Ja. Aber wir gehen jetzt zum Hotel und vorher was zu essen holen. Genau, 6 Stunden waren wir jetzt da oder 6,5 Stunden. Ja, und 6 Stunden hat er noch auf. 6 Stunden hat er tatsächlich noch auf. Ja, also nächstes Mal, wenn wir Rolantica machen, suchen wir uns andere Plätze, glaube ich. Ne? Ja, aber das ist unsere eigene Schuld. Ja, 95% Franzosen kann man nicht ändern. Da hat man kein Mitspracherecht. Und gastronomisch so schlecht, dass wir nur eine Currywurst gegessen haben. Ja, so schlecht ist es nicht. Ja, aber nicht auswahltechnisch schon schlecht, muss man schon sagen. Also deswegen gehen wir jetzt mal zum Dönermann, weil Döner gibt es ja hier im Europapark und im Rolantica gar nicht. Da ist ein Rasenmäher-Roboter. Wo ist der Roboter? Da. Der sieht aus wie ein Porsche. Hallo Porsche-Roboter. Dein Döner macht schön. Ist ja. Döner macht schön, dann gehen wir vielleicht noch ein Eis essen. Der sieht wirklich aus wie so ein Porsche. Hat man eine Ration? Nee, zu warm. Zu warm. Tschüss. Tschüss. War schön mit euch. Bis zum nächsten Vlog aus dem, wer weiß das schon.